Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Bernacle Fight! Ne, oben ist wirklich was zu tun hier. Irgendwie komme ich gerade ins Spiel rein. Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufnehmen. Da ist ein Hörtchen, da ist ein Hörtchen. Und bevor ich jetzt irgendwas tue, ja, ich sehe es, ich habe nicht gegessen und nicht getrunken. Oh, na, guck mal, ich bin immer noch bei Empyrion. Da ist ja nämlich alles aufdrücken. Upsi. Ah, Tag 28. Das ist aber keine reine Hundehorde, da ist wohl alles bei. Hm, komisch. So, ein Jetpack habe ich auch nicht. Ja. So, was ist denn hier los? Da, guck mal. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Das ist echt das Hordenverhalten, die ich hier... Ja, ich hab's... Da ist sie. Ich wollte gemütlich bauen. Und da ist auch ein Kopf dabei. Ey. Da seht ihr es, die rennen zu Türen. Die sind total fanatisch. Türen. Warum auch immer. Oh, da kommen ein paar Cops. Ja, da haben wir mal eine schöne Wanderhorde hier. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass wir hier nicht über die Brüstung kommen hier. Und die sollten alle im Dreck verrecken. Yeah! Bam! Was hat mich denn da jetzt erwischt, bitte? Außer mein gebrochenes Bein mal wieder. So. Bedeutet, yo. Boah, die lassen sich aber nicht lumpen hier, die Kollegen. Was hat mich denn hier gerade jetzt erwischt? Noch nicht, so war es nicht. 49, noch 11 Level, dann haben wir es geschafft. Wir sind Level 60. Das wäre natürlich schön, wenn wir das in dieser Staffel schaffen. Oh. Das ist so schön, wie ich den Kopf jetzt erwische, ohne dass er mich erwischt. Bam! Alter Vater, da habe ich ja jetzt gar nicht mal mit gerechnet. Ist ja mal unverhofft, kommt oft, ne? Oh, ein Pfeil, der verschwunden ist. Und ja, eigentlich nur Munition und Knarre, Kinners. Ja. Ah, guck mal, viral. Na? Macht da schon den Headknacker hier. Knock your head, baby. Nein, nein. Jetzt eben um den Dicken kümmern hier. Um den Dicken. Alter, wie viel kommen denn da? Vor allem kommen die mir gleich übers Dach hier. Nämlich chirurgisch alle hier. Oh, bleib mal schnell! Also, ich komme gar nicht hinterher mit dem Töten hier. Da kotzt sich schon wieder einer aus irgendwo. Oh, bitte verschwinden. Wo geht denn der hin? Platsch! Muss man unten aufräumen. Oh Mann, ich kann die Hütte vergessen nachher. Das sieht ja alles aus hier. Und hier ist alles gut, ne? Ja, ne, von da kommt nichts. Oh, ich mal da vorne auf. Guckt euch mal die Hornissen an, wie viele da sind. Ja, eigentlich wollte ich erstmal schöne Ansage machen hier. So, muss ich jetzt eventuell mal die Aufnahmezeiten verschieben. Das mache ich dann gleich. Kümmern wir uns erstmal hier um unsere Besucher, wo das so eine Endless-Horde ist. Dann könnte das wohl die ganze Folge, vielleicht sogar die nächste dauern. Aber das geht nicht, weil... Ich weiß nicht, was ich vorhabe. Den ich wahrscheinlich ab Dienstag sehen werde. Aufmerksame Zuschauer wissen, was ich meine. Bam, stirb! Das ist eine Matsche hier. Boah, nee, ey. Patsch! Ja, der Platz sowieso. Ich halte mal einfach hinten rein. Ja, gestern habe ich noch meine neuen Bäume gepflanzt. Da seht ihr da hinten. War das. Krieg ich die ja. Mal gucken. So ungefähr. Könnte das hinhauen. Fast. So, nur so. Auch nicht noch höher. Yeah! Tod in Spiders. Wie geil war das denn? Dreht sich alle um. Ey, da war was. Ich hab ein Geräusch gehört. Ach, Kinder. Das sieht doch gar nicht mal so schön aus hier. Das Haus kann ich sowieso vergessen. Ist da Gott sei Dank der Kern drin. Da kommt nur Messbeiß. Ich muss aber erstmal hier ein bisschen die Dinger befreien. Ja, komm. Leg dich nieder. Alter Vater, ey. Arzt. Arzt. Ist gut. Die Dinger machen echt Spaß. Beste Erfindung überhaupt im ganzen Spiel. Boom. Boom. Man sieht, was da hinten noch alles kommt. Nicht zuletzt auch die ganzen Hornissen hier. Das ist ja echt der Wahnsinn. Die Kollegen kümmern hier, weil... Oder sollen wir es mal drauf ankommen lassen? Ich glaube nicht, dass es noch eine Horde kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Treibt sie hinter den Hügel zurück! Feuer los, ein Rohr, hier los, ja! Ach, ihr seid doch dämlich, komm hier. Bam! Feuer frei! Da sind schon wieder Spiders da hinten. Das soll ich besser nicht tun. Könnt ihr nicht wie alle anderen auch erstmal anklopfen, bevor ihr versucht, mein Haus einzureißen? Da stirb, ey. Das kann nämlich nachher ganz fies werden, wenn die sich auch immer hier hochbacken. Alter Vater. Fliegtante. Yay. Schön in die Menge rein hier. Alter Schwede. Guck doch mal. Die Hornissen 1, 2, 3, 4, 5, wer weiß was noch, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18.000. Das ist mal echt eine Masse. Ich halte mal einfach so artilleriemäßig hinten hinter den Hügel da. Da spawnen sie alles. Habt ihr das gesehen? Wo die Pfeile gerade hingehen. Nein. Aus. Sitzplatz. Oh Mann, ey. Man zieht sich aber die Nacht rein hier. Aber ist ja nicht so schlecht, weil... Noch 23. Dann haben wir die 2000 voll. Ey, Digga, du sollst da hinlegen. Und du, blöder Köter. Mein Gott. Ach, ich bin immer ein bisschen erkältet. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass ich nicht weiß, was ich in der Folge jetzt machen soll, weil wir waren in der Stadt. Okay, Turm weiterbauen, klar, aber ich wollte erstmal schön meine Ankündigung machen. Dann ist man so überrascht hier. Ist das toll? Was ich heute auf jeden Fall noch antesten werde, ist Star Wars. Da ist ja wohl die Beta da. Ich weiß nicht, ob die öffentlich zugänglich ist, aber ich habe mal richtig Bock drauf. Ich habe mir gestern ein paar Videos angeguckt und das sieht ja affengeil aus, das Spiel, muss ich sagen. Auch wenn man nicht fliegen kann. Also nicht, wenn es keine richtigen Weltraumschlachten gibt, sagen wir es so. Fliegen wird man ja wohl irgendwie können. Und wieder 3 auf 1 Streich. Na kommt her, ihr Süßen. Ein bisschen Munition habe ich noch. Auch für euch. Bam. Bam. 14. Ja, aber die Munition langsam wirklich hier zur Neige geht, muss ich mal auf die Sniper umsteigen, da bin ich wieder genug. Obwohl die halt so ist, die ist noch nicht so super. Mit einem Schuss wirklich so töten. Ups. Ups. Ah, die Hornissen merken das auch, wenn man auf sie schießt, ja. Aber das ist nach hinten los, Kollegen. Ey, zuck nicht. Spast. Bam. Entschuldigung. Ja, was ist jetzt mit euch hier, ihr beiden? Ja, einmal schreien. Oh, das sollte man reparieren, wa? So, jetzt hat er nochmal gerufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da kommt was. Jetzt spawnen die bei mir in der Base drin. Nein. Ach, ich wollte auch mal wieder so ein bisschen Gartenpflege betreiben. Ja, scheint was gebracht zu haben. Herzlich willkommen bei der Party. Wir nehmen jetzt heute mal die Hackfleischparty. Das ist doch mal ein geiler Folgentitel, oder? Hackfleischparty. Ich kann mir einfach nicht helfen. Die spawnen tatsächlich in der Base drin. Ich hab's doch gewusst. Verkacktes Spawn-System. Unglaublich. Ich mache mal lieber hier unten zu. Ja. Ich habe noch ein paar Splints. Die spawnen tatsächlich in der Base. Es ist zum Heulen. Okay, dann werde ich jetzt mal meine Ansage mittendrin machen, weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Talentfreie Zone. Also, was ich ansagen wollte. Ich werde ab jetzt... Ja, ist klar, Digga. Hast du nur alle Latten am Zaun, mich hier so während meiner Ansage zu unterbrechen, du Arsch? Es wird ab sofort höchstwahrscheinlich keine täglichen 7 Days to Die Folgen mehr geben. Aus folgendem Grunde. Erstens wird mich das Real Life doch ein bisschen einholen. Das kriege ich auch so hin. Das ist jetzt kein Problem. Es ist aber, wie gesagt, wie ich gestern schon angekündigt habe, werde ich jetzt mit dem Welt zusammen Empyrion aufnehmen und werde mich auch noch wieder weiter mit Cosmonautica und mit Mad Games Tycoon beschäftigen. Das heißt, das sind insgesamt 4 Spiele und da bleibt mir aktuell, muss ich leider so sagen, einfach nicht die Zeit, so, oh, um vernünftig... Sorry, ich muss mich mal eben kurz hier drum kümmern. Es wird so sein, ab der Alpha 13 wird es natürlich wieder tägliche Folgen geben, weil da werde ich das Spiel wieder suchen und vielleicht das eine oder andere wieder zurückstellen. Ey. Haut ab! Rotzviecher. Knack. Ja, ich weiß, das war jetzt aber Absicht. Die stehen mir gleich hier drin. Dann hol ich mal eben den Hammer. Also, voraussichtlich wird es ab morgen keine täglichen 7 Days to Die Folgen mehr geben. Hey. Nee, falscher Knopf. Ich bin einmal hier zum... Ich bin so hochgefressen, ey. So. Ich hab's verriert. Jetzt versuche ich es nochmal. Also, es wird ab morgen wahrscheinlich keine 7 Days to Die Folgen mehr geben. Und zwar, doch, es wird welche geben, aber nicht täglich. So, jetzt. Mein Gott. Wie ich erstmal wieder sortiert habe hier. Nach dem ganzen Palaver. Alpha 13 wird es dann wieder tägliche Folgen geben, natürlich. Und vorerst wahrscheinlich nicht. Ich muss mal gucken, je nachdem, wie es heute läuft, mit dem Aufnehmen auch und mit den anderen Sachen. Vielleicht ja doch. Na, wenn wir solche Überraschungsgäste haben, dann auf jeden Fall. Haben wir es jetzt endlich mal? Jawohl, 2018, da kommt schon wieder Spiders. Na komm. Kinders, ich muss jetzt erstmal Munition holen. Ich kann jetzt nicht mit euch spielen. Level 51. Biatch. Muss ich mich jetzt erstmal um die Kollegen in der Luft kümmern. Da ist noch eine. Also ich glaube, die werden mich eine ganze Zeit hier be... gleiten, die Fliegedinger. Hier noch irgendwas? Ne, hier ist alles gut. Ach ja. Was eine Sauerei. Okay, die Horde hat aber echt nochmal aufgehört. Kann ich da mal runtergehen? Ja, ne? Ah, jetzt gehe ich aber. Ich habe zwar genug Splints in der Tasche, aber man muss es ja nicht übertreiben. Keine Sorge, das ist nur ein Kriecher. Ein Dach? Das sieht ja aus, als hätte der jemand auf dem Kopf hängen, der Dicke. Wie geil ist das denn? Was hätte denn Hut auf? Oh, ja, tut mir ja nicht leid. Eben schöne Thumbnails hier. Aus. Ach ja. Und Tauben schießen. Oh, guckt euch das mal an. Eine Sauerei hier. Muss ich... Ja, das denn jetzt? Muss ich doch mal von hier an. Ein, zwei verirrte Ränder noch rum. Ich habe in sein Grab gehauen hier. Feral ist das geil. Ist immer ein Glück, wa? Hallo. Cool. Hier haut nur irgendein Spider rum. Da oben steht er. Idiot. Ja, sind halt Zombies, sind halt doof. So. Noch irgendjemand da? Zuckt noch was? Oh, Nisse in der Nacht. Ich hab sie ganz fies umgebracht. Aber das ist so schwierig, im blauen Himmel, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, noch eine Nisse zu jagen. Vor allem, du weißt ja gar nicht, ob die so weit kommt, die Knarre. Ich glaube nicht. Da hätte bestimmt schon einer getroffen. Ah, Luft anhalten hier. Was schleicht da? Ich sehe schon wieder Hunde. Irgendwie kommt jetzt halt wieder so eine Überraschung hier. Das ist doch ein geiles Bild. Komm, das ist doch mal was Screenshot wert hier. Weg. Irgendwas ist doch da gerade noch rumgeschlichen. ja, nicht geplant, aber irgendwo aufkommt meistens oft und mit dem letzten Schuss. Hat eine Sauerei hier. Das ist bestimmt perfekter Dünger. So, das war's. Das war's mit der Munition. Dann machen wir das Haus nochmal wieder schön hier und oh, da haben wir aber noch ein bisschen geast hier, ne? Alles schön fein machen hier. Jetzt sollte ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich hier außenrum nicht auch noch Beton ziehe. Ob sie die nach 13 noch drin lassen. Ich habe den Block lang nicht mehr gelesen. Ob es halt immer noch Hornissen gibt oder nicht. Gute Frage. Ich überlege jetzt echt, ob ich hier noch 2, 3 Reihen mit, einfach mit Concrete mache, damit ich mir nicht immer den Sand hier wegspringe. Auch schön aus. Wir sammeln die Screenshots ohne Ende. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der immer hier schön Screenshots sammelt. Nö, ich habe das ja schon mitgekriegt. Oh Gott. Ja komm, das kann jetzt auch mal einen Tag liegen bleiben hier. Aber das nervt mich. Das Vieh hier. Das war's. Ruhig. Ach, ist das schön. So, dann mal eben schnell neue Munition machen. Oder zumindest Shotgun. Und dann wird hier oben mal ein bisschen aufgeräumt. Bam. Ein bisschen Eingang mal frei machen. Ja, Vuseline, der war für dich. Die Tür zu und dann würde ich sagen, gute Nacht. Zumindest im Spiel. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da, einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo, je nachdem, was ihr möchtet. Und ja, wie gesagt, höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass wir jetzt keine täglichen 7 Days to Die Folgen mehr haben, bis auf weiteres, bis die Alpha 13 kommt. Dafür gibt es dann Empyrion mit dem Well und ja, vielleicht mal wieder eine Runde Mad Games Tycoon, wer drauf steht. Ich stehe drauf, es macht echt Spaß. Und ich habe gestern noch so 1, 2 andere tolle Sachen entdeckt. Dann kommt natürlich wieder die Zeitfrage ins Spiel, aber ja, Zeit findet sich irgendwie immer schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.